Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bam und Gabriel. Diesmal wieder gegen den guten Lonnie. Ich weiß, Pokémon Showdown ist in letzter Zeit ein bisschen rar. Allerdings liegt das daran, dass wir... Ich schreibe nur kurz, dass wir Team Preview machen. Dass meiner Meinung nach die Tiers, also die Schichten, relativ unstabil sind. NU hat sich jetzt ein bisschen durch das Bannen von Mega Kamerupt und von Typlosion ein bisschen angenehmer gestaltet. NU war übrigens nicht meine Wahl zu spielen. Ich musste mir auch ein neues Team erstellen, das ganz kurz zustande kam. Aber es ist halt generell auch. RU ist meiner Meinung nach das stabilste Tier, obwohl es sehr, sehr kaputt ist. Ich werde euch auch später zeigen, warum. Beziehungsweise werde ich ein Video dazu machen, warum RU gerade eins der kaputtesten Tiers ist überhaupt. Obwohl es eigentlich noch das stabilste ist. Was sich widerspricht, ich weiß. Yuyu ist auch durch die Anwesenheit vieler Threats, wie zum Beispiel Hytera und so weiter, auch recht aus dem Gleichgewicht geraten. Und das letzte Tier im OU ist gerade relativ dabei, sich zu stabilisieren, obwohl ich sagen muss, es ist immer noch sehr, sehr Team-Matchup-lastig, was das betrifft. Eben auch durch diesen Eggslash-Suspect. Ich werde dazu ein paar Videos hochladen, habe auch schon, glaube ich, zwei waren es aufgenommen. Die werden wahrscheinlich nach dieser Folge kommen, einfach weil ich diese Ankündigung machen will und so weiter. Und vielleicht werde ich ja auch ein Turnier dieses Mal machen, also werde daran teilnehmen, um eventuell Rex zu bekommen, da man, wenn man unter die Top 4 kommt, also ins Halbfinale effektiv, kriegt man Rex und muss nicht laddern. Und das wäre schon ziemlich cool. Ja, Team Preview. Er hat wahrscheinlich ein Illevoltic mit Vital Spirit, um eben vorzubeugen gegen zum Beispiel Dressella, dann ein Mantax, wahrscheinlich um zu defoggen. Obwohl Mantax meiner Meinung nach mit Typhlosion und Kamerupt gebannt nicht mehr allzu gut ist. Ja, Regirock wahrscheinlich Assault Vest, weil das wahrscheinlich sein Tarnstein-Benutzer ist. Das Ding muss ich ja unbedingt loswerden. Um zu versichern, dass mein Mega Audino... Ja, Audino ist das letzte Mega-Pokémon jetzt, das übrig geblieben ist, und ich benutze es genau deswegen. Ich finde es nicht unbedingt gut, aber es macht Spaß zu spielen. Ja, weil das eben sein Tarnstein-Benutzer ist, wahrscheinlich wird das Steinkante, Ableithieb, Explosion und Erdbeben vielleicht haben. Yuxi wird wahrscheinlich auch wieder Kehrtwende, Tarnstein und so weiter sein. Das wird wahrscheinlich Gechoice Backs sein und... Oder das könnte auch ein Tarnstein-Benutzer sein. Jedenfalls werde ich jetzt ganz kurz leaden. Oh, ich habe meine Team-Preview vergessen. Wir haben nämlich ein Sichlor. Eine Evoliten-Variante, um eben als Sweeper dann am Schluss des Spiels zu fungieren, obwohl ich nicht viel Chancen dazu sehe. Das einzige wäre sein Yuxi, und da werde ich auch mit Käferbiss ein bisschen Schaden anrichten können. Sneasel, Gechoice Bandit ganz normal, mit dem ich auch wahrscheinlich leaden werde. Ja, spezialdefensives Claydol mit Tarnsteine, einfach damit ich einen Tarnstein plus einen Turbodreher habe im Team. Mega Audino, Crow Audino. Obwohl, nein, Crow werde mit Rest Talk. Das ist jetzt mit Wish Protect. Ein Stallbreaker Miss Magius. Da habe ich Taunt vergessen, fällt mir gerade auf. Jetzt weiß ich, warum Nasty Plot nie benutzt wird. Und am Schluss dann noch ein Toxic Spike Weezing, um das Team weiter zu unterstützen. Eben um Miss Magius, Audino und Siphon zu unterstützen. Vielleicht auch Sneasel. Ich werde auf jeden Fall mit Sneasel anfangen, da wir eben auf jeden Fall einen Kill damit bekommen können. Archeops, ist es schneller? Nein, ist es nicht. Das heißt für uns, wir können auf jeden Fall für einen Icicle Crash gehen. Hoffentlich connecten wir, und das wäre dann ein totes Archeops. Und den Timer werde ich nicht starten, weil Lonnie eben so nett war, jetzt die ganzen 4,5 Minuten auf mich zu warten. Danke an der Stelle an dich, Lonnie. Und ja, sein einziger Wechsel, den er machen könnte, den ich auch machen würde, wäre entweder zum Mantax, obwohl es wahrscheinlich getuit KO wird. Oder eben der richtige Wechsel in seinen Regirock, obwohl ich... Okay, wir connecten, und das ist ein totes Aeropteryx. In seinen Regirock wäre der richtige Wechsel gewesen, meiner Meinung nach, weil er nicht weiß, dass ich gewahlbandet bin.
und daher könnte ich mit einem Abschlag eben Yuxi sehr, sehr viel Schaden anrichten. Fuck, so eine Sprache nehmen wir hier nicht her in diesem Let's Play. Wir sind mit einem gehobeneren Niveau beisammen, ja. So eine Feuerattacke ist wahrscheinlich sehr, sehr obvious. Ah ja, unser Audino ist übrigens ein Mono-Attacking-Set mit, nur mit Hyper-Voice. Deswegen sage ich auch, dass wahrscheinlich sein Regirock ein kleiner Threat wird, obwohl wir wahrscheinlich mit Wish Protect nicht unbedingt viel Probleme gegen das Regirock bekommen werden. So, ich wechsle auf jeden Fall in unser Claydle. Ich bin gespannt, ob das Ding gescarft ist oder gespext. Sonnentag. Autsch. Autsch. Haben wir irgendwas, was schneller... Okay, wir haben Sneasel, das schneller ist. Ist das ein Threat? Will ich Tarnsteine aufbekommen? Tarnsteine nutzen mir nur was gegen Mantax. Und Mantax ist nicht unbedingt ein Threat gegen unser Team. Von dem her gehe ich lieber für Earthquake, weil der größte Threat gegen unser Team eben noch das überbleibende oder das verbleibende Pyro ist. Unser Claydle brauchen wir auch nicht wirklich gegen den Rest seines Teams, da wir gegen Elevoltec plus Regirock unser Smogmog haben mit einem Irrlicht. Genauso wie unser Miss Magius, das hat auch Irrlicht. Ich werde ganz kurz schauen, wie Miss Magius auf Deutsch heißt. Er geht für eine Hyper Voice. Wieso? An dieser Stelle, Lonnie, schreib bitte mal in die Kommentare, wenn du das Video siehst. Wieso bist du an dieser Stelle für Hyper Voice gegangen? Eine Feuerattacke wäre doch viel besser gewesen, weil es durch Sonnentag geboostet wird. An dieser Stelle vielleicht, dass du uns das erklärst. Weil ich verstehe das nicht ganz. Jetzt gerade schon wieder. Ich verstehe das wirklich nicht ganz. Das war nicht das beste Play, das du machen könntest. Er wechselt in seinen Mantax. Okay, wenn es Defog hat, dann kann es auf jeden Fall nicht Hydration haben. Oder es kann gar nicht Hydration haben. Das heißt, das Toxin auf diesem Mantax ist sehr, sehr gut. So schlecht. Naja, schlecht nicht unbedingt. Das macht keinen Schaden durch deinen Sonntag. Danke an dieser Stelle für deinen Sonntag. Du hast einfach... Du brauchst noch ein bisschen mehr Erfahrung wahrscheinlich. Und ich wäre dankbar, wenn ich dir damit helfen könnte. Das wär ziemlich cool. Muss ich gestehen, wäre ziemlich cool. Wenn jemanden von euch meine Kämpfe helfen könnten, euch weiterzuentwickeln. Das wäre wirklich ziemlich cool, muss ich zugeben. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in unser Sneasel und gehen für einen Abschlag. Da wir eben die einzigen zwei Pokémon, die überleben könnten. Ich glaube nicht, dass ein Mantax überlebt. Elevoltec wäre eventuell, das uns aber wahrscheinlich nicht ausbieten kann. Oder sein Regirock eben, was auch sein richtiger Wechsel ist. Diesmal geht er auch für seinen richtigen Wechsel. Das kriegt 25% Schaden. Wir knocken seine Leftovers ab. Das heißt, für uns, er könnte theoretisch eine Tarnstein-Variante sein. Was nicht allzu gut für uns wäre. Wir gehen auf jeden Fall in unser Weezing. In unser Smogmog. Er ist eine Tarnstein-Variante. Okay, die hätte ich jetzt nicht unbedingt auf seinem Team vermutet. Ich hätte eher Aeropteryx oder Self als ein Benutzer davon gewertet. Werde auf jeden Fall für ein Will-O-Wisp gehen. Die Toxinstacheln sind in diesem Matchup auch nicht unbedingt allzu gut. Eine Steinkante, ja, kein Schaden. Weil wir eben sein Elevoltec noch vergiften, nicht vergiften, sondern verbrennen wollen. Jetzt, was werde ich jetzt tun? Ich werde, glaube ich, in unser Mega Audino wechseln. Und dort ein bisschen für Call Mines gehen. Oder für ein paar Call Mines gehen. Er wechselt in sein Yuxi. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, ich werde noch nicht... Werde ich... Ich werde jetzt eh für den Sweep gehen. Von dem her ist uns das relativ egal, was wir jetzt machen. Das heißt, wir gehen für Call Mind, wenn er... Ich weiß nicht, was er haben könnte, um uns zu berühren, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen... Ja, mag jetzt ein bisschen cool... Er ist selbst eine CM-Variante. Okay. Diesen Krieg werden wir wahrscheinlich verlieren, weil er Psyshock hat. Allerdings werden wir ihn gewinnen, weil wir Sneasel haben.
Hier auf jeden Fall für eine Hyper Voice. Er geht für ein weiteres Call Mind. Mal schauen, wie viel Schaden wir machen. 15, das ist gar nichts. Werden auch sogleich in unser Cypher wechseln, weil es das Mitglied unseres Teams ist, das wir am wenigsten brauchen werden. Er geht für eine Psychokinese, knockt uns nicht aus. Das ist bulky. Und gehen sofort für einen Bugbite. Ich hoffe, dass er nicht Max Speed ist. Er sieht danach aus, dass er Max Speed ist. Oder nicht? Okay. Und wir essen seine Citrusbeere. Überleben dadurch seine Psychokinese. Und können uns mit einer Roost oder mit ein paar mehreren Roosts auch das erste Mal, dass der Nebeneffekt von Käferbiss was gebracht hat. Wahnsinn. Er kriegt einen kritischen Treffer. Das mag uns nicht weiter stören. Und wir können ihn definitiv von Psychokinesen ausdauern und uns etwas erholen. Sobald er diesen Spezialdefensiv-Drop kriegt, werde ich auf jeden Fall für eine offensive Attacke gehen. Das ist zu 100% sicher. Diesen Krieg können wir nur gewinnen. Meiner Meinung nach. Kann natürlich auch anders aussehen. Er wird jetzt wahrscheinlich in sein Digirock wechseln. Das ist sein einzig richtiger Zug, meiner Meinung nach. Und wir gehen für eine weitere Roost, da ich auf Unverständnis stoße, warum wir auswechseln sollen. Das hat keinen Schaden gemacht. Und wir gehen auch sofort für eine weitere Roost. Er könnte verfehlen, natürlich. Und ich bin noch etwas unsicher, wie viel Schaden wir ohne Attackeninvestment machen. Aber das ist echt Wahnsinn, wie bulky eigentlich doch Sichlor ist. So, ein Käferbiss sollte in der Lage sein, das Regirock jetzt auszunocken. Von 2%, die traue ich unserem Sichlor schon zu. Leider konnten wir nicht verhindern, dass die Tarnsteine auf unserem Feld aufgekommen sind. Allerdings ist das nicht unsere das Schlechteste, was uns passieren könnte. So, sein Electivire ist jetzt gerade drin. Es ist wahrscheinlich Max Speed. Ich werde einfach mal für einen Käferbiss gehen. Und dann, okay, das macht ja gar keinen Schaden. Ach du Heilige. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall unser Weezing. Auch wenn das nicht unser bester Zug war, können wir ihn trotzdem mit einer Sludge Bomb ausnocken. Und falls er für eine spezielle Attacke gehen wird, wird es wahrscheinlich nur Voltwechsel sein und danach hat er eh nur noch 6% Leben. Die können wir dann auch noch mit unserem Mega Ordino oder mit unserem, ja, mit unserem Sneasel ausnocken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mit für Toxinstachler. Er macht etwas Schaden, damit wir eben einen weiteren Timer bei seinem Evil bekommen. Und werden jetzt sofort unser Sichlor opfern, sodass er nicht für einen Defog gehen kann. Eigentlich dachte ich, ich sollte es lieber behalten. Allerdings sehe ich den Sinn darin nicht unbedingt. Wir gehen jetzt in unser Miss Magius. Es ist zwar defensiv, ja. Allerdings versichert es uns den Sieg durch eben Spukball, der das Mantax hoffentlich ausnockt. Ich meine, es ist nicht resistent, das sollte 10% Schaden machen, danke, sonst wäre ich wirklich enttäuscht gewesen. Sein Evire wird durch die Toxinstacheln eine Attacke haben. Da gehen wir in den sicheren Wechsel in unser Smogmog. Beziehungsweise, es wird wahrscheinlich nicht gescarft sein. Obwohl, es könnte gescarft sein. Ich will es allerdings rausfinden, ob es gescarft ist oder nicht. Und gehe mal für einen Spukball. Wahrscheinlich wird es nicht gescarft sein. Es ist gescarft, tatsächlich. Okay, gescarftes Evil. Das hätte er anstatt seinem Pyro vielleicht reinbringen sollen danach. Es hätte viel mehr Schaden gegen unser Team machen können. Obwohl die Mischung von Claydle und... Ach, übrigens, gutes Game. Ich tipp's trotzdem einfach nochmal aus Prinzip ein. Ich war nur gerade im Redefluss vertieft. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Match wieder. Wahrscheinlich in einem anderen Tier. Bis dann. So, hier sind wir wieder zurück.
mit einem Aryu-Match anscheinend bauen wir uns langsam hoch von Enyu zu Aryu zu Yuyu zu Oyu, je nachdem wie viele Matches er machen will. Und sein Team ist voller Threats. Wir haben keine Hazard Control, was uns sehr, sehr wahrscheinlich ziemlich bald in den Hintern beißen wird. Weil er eben einen Quillfish hat und sein Team sehr hyper-offensive ist. Wir werden auf jeden Fall in unserem Medicham mit unserem Medicham leaden. Er fängt mit Cress an. Er hat einen Bodentyp in Form von seinem Stalos. Zu der Team Preview übrigens. Ein Medicham, ein. Wie heißt du? Meditalis. Mit Lebensorb. Ich weiß, ist nicht unbedingt das beste Item, aber. Ja, Poison Jab gegen Feen. Sein Headbutt einfach und High Jump Kick als Dual Step und Substitute einfach, um die Gegner ein bisschen zu ärgern. Dann ein gescarftes Embo, weil es einfach ein Wahnsinn-Threat ist mit richtig, richtig ekelhaften Damage-Output. Magneton, um eben so Sachen wie Pharaoh Seed zu trappen. Gegen sein Team wird es wahrscheinlich nicht unbedingt so positiv sein. Und dann ein Tangulos, in das wir auch gleich wahrscheinlich wechseln werden. Ein Stalos, Mega Stalos natürlich, weil Mega Stalos einfach episch ist, einfach aus dem Grund. Mit Heavy Slam, Tarnstein, Dragon Tail und Erdbeben, also Dual Stab eben. Tarnsteine eben, weil jedes Team Tarnsteine haben sollte. Und Dragon Tail, um auch eben zusätzlichen Schaden aus den Tarnsteinen zu ziehen. Und hier noch Subcall Mind, Meloetta mit Hyper Voice und Shadow Ball. Die beste Coverage. Ich hab's mal mit Psycho versucht, allerdings. Walt ist ansonsten mit Psycho, Normal Coverage, dieses kleine Pokémon hier. Ja, wir werden in unser Tangulos wechseln. Dabei ist uns egal, ob dieses Cresselia Toxin hat oder nicht. Das macht viel Schaden. Wir haben fast keine Defensive. Und wir werden auf jeden Fall als erstes für ein paar Egelsamen gehen. Bitte was? Signal Beam auf einem Cresselia. Bist du ein offensives Assault West Cresselia? Das sieht mir nach Assault West Cresselia aus. Interessantes Set. Wirklich interessantes Set. Ja, ich habe vorhin erwähnt, dass Aryu eins der kaputtesten Tiers gerade im Moment ist. Das Team, das das allerdings belegt, wollte ich nicht benutzen, weil es ziemlich unfair ist. Und es macht sehr, sehr wenig Spaß dagegen zu spielen. Ich kenne viele Spieler, die einfach gegen dieses Team gesagt haben, das ist so ekelhaft, und haben direkt aufgegeben. Und das auch bei der höheren Leiter, weil es einfach sehr, sehr... Oh, nette Prediction. Wirklich nette Prediction. Wir wechseln unser Meditalis. Und ich glaube wirklich, dass sein Cresselia Assault West ist. Richtig nice. Neues, innovatives Set, muss ich zugeben. So, wahrscheinlich geht dafür ein Stachler. Ein Poison Jab. Ist er offensiv? Ein offensives Quillfish. Props zu dir. Oh, mein Stuhl hat geknarzt. Okay, wir wechseln zu Magneton, weil wir ihn eben hinausforcen können. Und ich glaube, danach werde ich sofort... Es ist schwierig. Der Core von Quillfish zu Jolteon und Cresselia ist wirklich schwierig für mich zu handeln. Er geht wahrscheinlich für einen weiteren Poison Jab, ja. Und jetzt wird er wahrscheinlich in sein Blitzer wechseln. Das will ich auf irgendeine Art und Weise natürlich predikten. So, wenn ich zu Embor wechsle, wird er wahrscheinlich direkt wieder zu seinem Quillfish zurückwechseln. Und dann kommt es eben auf diesen 50-50 hinaus, ob er jetzt wechselt oder nicht, ob ich jetzt für Wildchart oder für Flare Blitz gehen werde. Head Smash wäre natürlich die bessere Variante generell. Allerdings will ich sehen, ob er uns den Wechsel in seinen Blitzer zeigt. Deswegen gehe ich nun einfach mal für eine
Flash kennen. Wir sind über einen Evoliten-Magneton. Er zeigt uns den Wechsel in sein Jolteon und kriegt clean 25% abgezogen. Er wird jetzt wahrscheinlich für einen Spukball gehen. Blitzers haben ja meistens Donnerblitz, Voltwechsel, weiter Spukball und dann noch versteckte Kraft Eis. Aus diesem Grund, er wird wahrscheinlich für Spukball gehen. Obwohl, wir haben ein Meloetta. Wovor haben wir überhaupt Angst? Ein Meloetta, er geht tatsächlich für einen Voltwechsel und er ist Gelebensorb. Das heißt für uns, er hat einen Timer auf sich selbst. Was für uns sehr, sehr gut ist. Wenn er jetzt in sein Stalos wechselt, er wechselt in sein Spiritomb, denkt wahrscheinlich, dass wir ihn nicht berühren können durch das Dual Stab. Können wir allerdings schon. Er könnte jetzt natürlich auch für Pursuit gehen. Wir werden auf jeden Fall jetzt in unser Embor wechseln und danach für einen Flammenblitz gehen. Er geht für eine Shadow Sneak, das macht keinen Schaden. Obwohl ich immer noch debattiere mit mir selbst. Ich glaube, er wechselt in sein Quillfish. Wenn ich jetzt overpredicte, dann soll es so sein. Er geht für eine Protect. Das ist schlecht für uns. Wir wechseln in unser Magneton. Weil wir wissen, dass Spiritomb sehr, sehr wenig Schaden gegen uns machen kann. Er wechselt in sein Jolteon. Und wir gehen auf jeden Fall für eine Flash Cannon. Da wir nicht sicher sein können, ob er für noch einen Voltwechsel geht oder nicht. Jetzt sieht er wahrscheinlich von diesem Damage aus, dass wir eine Evoliten-Variante sind und wundert sich, warum er so wenig Schaden macht, obwohl er ein Gelebensorb des Blitzer ist und Blitzer wirklich nicht den schlechtesten Spezialangriff hat. So, ich bin gespannt, in was er wechseln wird, weil jedes Pokémon von ihm einen sehr, sehr großen Chunk von Damage an sich nehmen wird. Ja. Hey, Lonnie! Das ist cool. Das ist an unser Let's Play angelegt. Böse Überraschungen. Wahrscheinlich wird jetzt für einen Knockoff gehen, allerdings will ich. Ja, habe ich bemerkt. Danke. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist ziemlich cool, muss ich zugeben. Wir haben ein Tangulos, was zu 100% Lonnie Walt. Das ist echt richtig nett von dir. Danke an der Stelle. Ist auch richtig nett, dass du keinen Stachler auf deinem Kugelfisch hast. Was? Wie heißt du, komischer Fisch? Quillfish, ich weiß den englischen Namen, aber den deutschen nicht. Ich gehe aus dem Grund Blaze Kick für Igelsamen, obwohl ich eigentlich auch für einen Gigasauger gehen könnte. Rein theoretisch. Blaze Kick macht etwas Schaden uns gegenüber. Natürlich knocken wir ihn nicht aus. Es wäre auch langweilig, wenn wir ihn ausknocken würden. Und gehen auf jeden Fall für eine weitere Giga Drain. Weil wir es können. Das ist ärgerlich natürlich, dass wir unsere Egelsamen verfehlt haben. Kriegen auf jeden Fall wieder ein bisschen HP zurück. Und durch unseren Regenerator nochmal. Wenn er jetzt in sein Cresselia wechseln sollte, dann müssen wir sofort wechseln in unser. In was eigentlich? Wir haben nichts gegen Cresselia. Das ist unser Problem. Obwohl ich auch zugeben muss, Mega Stalos ist nicht allzu hilfreich in diesem Spiel. Wir gehen auf jeden Fall noch für Protect, um zu scouten, für eine Attacke er gehen wird. Werden uns dann wahrscheinlich dazu entscheiden, in unser Meloetta zu wechseln. Hier ist die HP Ice. Und wieso nicht für Spukball? Wahrscheinlich, weil er Angst vor unserem Meloetta hat. In unserem Magneton möchte ich nicht wechseln, aus dem Grund, weil ich Angst vor seinem Steelix habe, vor seinem Stalos. Auch wenn wir ein Tang... Wir haben ein Tangulos. Was rede ich hier überhaupt? Wir haben ein Tangulos. Tangulos kriegt vielleicht 5 Schaden.
Er geht für eine weitere Hidden Power Ice. Und ich glaube, mittlerweile ist tatsächlich unsere beste Attacke die versteckte Kraft Feuer. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er jetzt als Wechsel in sein Stalos wechseln wird. Der Timer von ihm ist auf eine Attacke. Und wir müssen trotzdem noch aufpassen, dass diese eine Attacke keine Elektroattacke ist. Ja, da ist der Stalos. Kriegt auf jeden Fall clean 67% Schaden von unserer versteckten Kraft Feuer. Clean. Auch eine Mega-Entwicklung sollte dieses Stalos davor nicht bewahren, von unserer versteckten Kraft Feuer ausgenockt zu werden. Clean 67%. Das ist nett. Er geht gar nicht für die Mega-Entwicklung, sondern lässt es uns so ausnocken. Und das lässt uns wirklich freie Wahl mit unserem Magneton. Unser Magneton ist unsere Win-Condition, glaube ich, jetzt mittlerweile in diesem Spiel. Wir müssen natürlich um dieses Blitzer spielen. Das werden wir sehr wahrscheinlich tun müssen. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich würde ich in sein Baldorfisch. Baldorfisch? 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 Ist das ein Baldorfisch? Ich glaube schon. Würde ich an seiner Stelle in sein Baldorfisch wechseln und danach den Double in sein Blitzer machen. Beziehungsweise predikten, dass ich für eine Elektroattacke gehe. Ich weiß nicht, was ich machen sollte an seiner Stelle. Er geht in sein Spiritomb. Wir gehen auf jeden Fall für einen Voltwechsel, auch wenn es sehr, sehr riskant ist mit seinem Blitzer. Dass es eben noch am Leben ist. Wir kriegen 41%. Wie stark ist Magneton bitte? Und wechseln in unser Mega Stalos. Da wir sicher sein können, dass ein Erdbeben wahrscheinlich ein Turret KO ist bei seinem wie heißt du? Spiritomb. Wir könnten auch für Tarnsteine gehen, allerdings werden die nicht sehr viel bringen. Falls er in seinen Baldorfisch wechselt, ist das gone. Falls er in seinen Blitzer wechselt, ist das auch gone. Das Einzige, was er richtig machen könnte, wäre drin zu bleiben, was er auch macht. Er geht für einen Sucker Punch, das war definitiv nicht der richtige Zug. Obwohl er ist langsamer als wir. Habe ich Speed auf diesem Stalos? Ach du Heilige. Wir haben Speed auf diesem Stalos. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für ein weiteres Erdbeben gehen sollten. Aquatail wird nicht allzu viel Schaden machen. Und es ist ein One-Hit-KO. Das ist die Kraft von Stalos, von Mega-Stalos. Wenn er Stachler auf seinem Coolfish hätte, also Lonnie, falls du dieses Video siehst, hab sehr, sehr oft Stachler auf deinem Coolfish. Es ist zu 100% hilfreich. So, in was für ein Pokémon sollten wir denn jetzt wechseln? Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Meditalis nicht mehr viel in diesem Match machen wird. Er geht für Hidden Power Ice. Okay. Warum? An dieser Stelle auch nochmal eine Frage an dich, Lonny. Wieso versteckte Kraft Eis? Oder hast du Spukball? Wahrscheinlich hat er auch Signal Beam. Das könnte sein, dass er Signal Beam hat. Weil gechoiced, da wir eine Choisung ausschließen können, ist das für mich alles sehr, sehr verwirrend. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt in unser Ember und gehen für einen Flammenblitz. Da wir Cresselia wahrscheinlich Turret KO'en können. Und ja, wir sind schneller als Blitzer. Vielleicht. Vielleicht, wir sind nicht unbedingt allzu schnell. Wenn er Jolly ist, was er sein sollte, ist er auf jeden Fall schneller. Was auch wirklich interessant ist. Wir sind schneller. Das heißt, er wird wahrscheinlich Modest sein. Unterschied von Jolly zu Modest. Jolly ist plus Geschwindigkeit und Modest ist plus Spezialangriff. Wir gehen für einen Flammenblitz, da wir keinen normalen Wechsel in unser Tangolos haben wollen. Das macht viel Schaden. Psychokinese wird uns ausnocken. Ja. Und da dieses Cresselia wahrscheinlich gekampfwestet ist, so wie es aussieht. Es sieht auch nach wahrscheinlich maximalen HP und maximalen Spezialdefensiver aus.
da er einfach zu wenig Schaden macht. Er macht einfach zu wenig Schaden für das, dass er Spezialangriff-Investment hat. Gegen unser... Okay, es könnte nochmal spannend werden. Unser Stalos, unser Mega-Stalos, sollte in der Lage sein, es auszunocken. Dieser kritische Treffer auf unserem Tangulus war natürlich fatal. Allerdings sollte eben ein Heavy Slam auch genug sein und ich hoffe nicht, dass er irgendwas in der Art versteckte Kraft Feuer hat. Hat er nicht und ein Heavy Slam sollte in der Lage sein, ihn auszunocken. Diesmal vergesse ich nicht, GG zu schreiben. Ja, jetzt vom Nachhinein sollte das Mega Stalos gewesen sein. Ich bin mir immer noch sicher. Was für ein Spiritum das war. Das war auf jeden Fall physisch-defensives Baldorfisch. Das war ein Kampfwest Cresselia wahrscheinlich. Ein Gelebensorb des Jolteon. Was sein Hitmonlee war, weiß ich nicht. Vielleicht eine Unburden-Variante mit Mogelhieb. Bin ich mir sehr sicher. Und das wird vielleicht auch physisch-defensiv gewesen sein. Oder ein spezieller Angreifer. Ich bin mir noch unsicher. Also bei diesen... Spiritomb habe ich echt keinen Schimmer, was es war. Ja, wir sehen uns beim nächsten Match. Bis gleich. So, also, er hat uns verlassen. Und ja, das war's dann auch mit dieser Folge. Lonnie, ich würde mich darüber freuen, wenn du eben ein paar deiner Züge erklären könntest. Zum Beispiel die Hyper Voice mit deinem Pyroleo. Oder... Pyroar auf Englisch. Pyrolea war, glaube ich, die Vorentwicklung. Oder eben auch die versteckte Kraft mit deinem Blitzer. Meine Vermutung wäre eben, dass du Signal Beam hättest. Also, irgendwas mit Leuchte war es. Ampelleuchte, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wäre eben froh drum, wenn du diese Züge erklären würdest, damit andere das auch nachvollziehen könnten. Und ich natürlich auch. Ich versuche mir nur gerade ein paar Erklärungen zusammenzuschustern. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.